ja, mal ein neues Spiel ausprobieren, mal gucken, was es jetzt wieder auf dem Markt gibt, Neues. Und eben meine Interessen jetzt gucken, wie zum Beispiel Call of Duty, das neue, oder auch Gears of War 3. Und dann mal gucken eben, wie das jetzt neu ist, ein paar Trailer angucken und ja. Christopher, and I'm from Sweden, and I chose this dwarf kind of character because, well, I've always been into dwarves, so yeah. I'm not really sure why, but I don't know, maybe it's because I'm short myself, I don't know. Hello, my name is Sebastian, I'm from Sweden. For my private avatar, I chose the barbarian. I find myself in a barbarian, actually, because I get violence. I get real violent really easy. I seek revenge. And I think that barbarians do the same. So I think it fits my personality. And my avatar would definitely be a barbarian. Der Paladin. Weil groß, stark und ein sehr schöner Beschützer. Halt für die Armen und wunderbar. Ich habe mir den Kobold ausgesucht, weil die finde ich irgendwie richtig sympathisch, weil die sehr gierig sind. Und hinterhältig. Sowas mag ich. Also ich habe diesen Ork genommen, einfach weil der das Zeichen für Böses ist, weil der einfach böse ist, weil er stark ist und weil der so grün ist. Deswegen gefällt mir dieser Ork so sehr. Also ich habe mich für den entschieden, weil der sieht auf jeden Fall lustig aus, wie er da so sitzt. Irgendwie der starke Mann, der aber trotzdem so ein bisschen hilflos, ein bisschen griesgrämig auf dem Stein sitzt. Das ist halt irgendwie so der nette Riese. Das wirkt sehr sympathisch. Also ich würde bei dem Spieler einen guten spielen, weil ich finde die Rolle des Heldens besser als des Schurkens. Und ja, es dreht sich halt um Batman, deswegen würde ich ihn nehmen. Also ich würde die Schurken spielen, weil die Schurken sind meistens die Arschlöcher und die wo ordentlich draufhauen und deswegen würde ich einen Schurken spielen. Weil er gut aussieht und weil ich finde, dass Teufel und Feuer zusammenpasst und er auch sehr mächtig ist. Ja, also ich habe mir den Burger rausgenommen, weil ich eigentlich am liebsten Menschen darstelle und keine Monster. Ja, und der Burger, das ist der Ding, womit ich mich am wohlsten fühle. Das ist ganz so posig wie die anderen. Das ist nicht so dicke Hose, sondern ja, ganz normaler Mensch in einer anderen Welt. Ich habe mir die Jägerin ausgesucht, einfach eben, weil sie mir optisch sehr gut gefällt, einfach halt auch ansprechend ist. Das betrifft jetzt natürlich die Farbe wegen dem Braun. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Kleidung eben auch aus Leder gemacht ist, wie gesagt, Jägerin. Sie scheint selbstbewusst, sie kann mit einer Waffe umgehen, wenn auch eine Distanzwaffe. Und was ich auch ganz wichtig finde, als Jägerin hat sie ein gewisses Bewusstsein für ihre Umwelt. Also sie kann die Umwelt wahrnehmen, sie selber kann für sich entscheiden, möchte sie ein Tier erlegen oder möchte sie es nicht. Und kann halt entscheiden, macht sie es aus Eigenbedarf oder halt um jemand anderem zu helfen. Ich habe mir den Baumann ausgesucht, einfach weil ja, ich finde Bäume an sich einfach total faszinierend, weil sie einfach unheimlich lange leben. Sie erleben selbst sehr viel. Also so ein Baum kann ja schon mal, wenn es eine Eiche ist oder so, 500-600 Jahre alt werden. Und ich denke mal, dass sie an und für sich ein sehr ruhiger Charakter sind. Und ich denke, das wird zu mir passen, weil ich sonst nicht so aufgedreht bin. Und dann lieber so der Ruhepol. Und ja, gefällt mir einfach. Steam heißt Steampunk und inspiriert sich so neo-viktorianisch, also so alles, was mit Jules Verne und so zu tun hat, ist alles sehr, sehr technisch. Ich bin eher Casual. Ja, das ist so ja, Brauntöne und so weiter. Und im Moment ist halt wirklich so, dass viele Spiele auch so sich an dem gleichen Stil orientieren. Und ja, dass dieses, sagen wir das beschreiben, dieses Steampunk-Gefühl auch in Spiele übertragen wird. Also weil es ja sehr viel mit Technik zu tun hat und das wird jetzt auch da rein übertragen. Bei uns beiden ist es jetzt so, wir interessieren uns vorwiegend für die Mode, also Jahrhundertwende, ein bisschen aufgepeppt halt in
in die Neuzeit, also in unsere Zeit. Aber insgesamt könnte man schon sagen, die ganzen Leute, die sich für die Szene interessieren, sind halt interessiert an dieser Zeit mit der Dampfmaschine, mit Jules Verne, also halt auch literarisch gesehen. Und ja, für uns ist es ein Hobby, wir schneiden uns selber gerne und ja, gefällt uns einfach. Genau. So, also das ist jetzt neu. Wir haben jetzt Sims Social über Facebook, läuft seit einigen Tagen, ist noch eine Beta-Version des Ganzen. Social, man interagiert quasi untereinander oder miteinander über Facebook, das Ganze ist kostenlos. Ja, man erstellt sich dann seinen Sim und geht in dieses Spiel rein, hat dann wie immer Bedürfnisse zu erfüllen, wie Hunger, Schlafen, Hygiene. Man hat auch gewisse Charaktereigenschaften, in dem Beispiel wäre es jetzt hier ein Rockstar, dann ist die Gitarre da und über zum Beispiel Komponieren kann man Geld erspielen und kann dann damit einkaufen gehen im Shop. Man kann Freunde hinzufügen, die das dann mit einem spielen und man besucht sich untereinander und hat dann virtuell Spaß. Ja, ist das ein reines Mädchenspiel? Würde ich verneinen. Man kann ja nun auch männliche Sims erstellen. Wir sehen es hier am Stand auch immer wieder, dass viele Jungs oder auch ältere Jugendliche vor allen Dingen daran interessiert sind, sich ihren Sims zu erstellen und immer voll dabei. Also was wir hier so beobachten, dann sind das die Jüngeren. Ich würde mal schätzen, von Mädchen vor allen Dingen 6, 7 geht schon los, bis ins hohe Alter. Wir haben auch zwei Spezialisten von der Sims Community, die stehen hier oben. Wir sind halt direkt von der Fanbetreuung und da können die auf jeden Fall noch wesentlich mehr zu sagen. Wir sind auch nicht mehr so jung und es ist auch ein Mann und eine Frau. Selbstes Beispiel. Also das ist interessant, weil man kann einen Charakter entwickeln und man kann da selbst alles machen. Zum Beispiel so mit Tieren spielen oder mit Menschen reden und das alles in einer virtuellen Welt. Es ist lustig, weil die sich dann streiten oder prügeln oder sonst noch was machen. Beide, Jungs und Mädchen. Ich bin 11, es also Sims. Ich spiele noch so Designer-Sachen und so. Und eigentlich gefällt mir ganz gut Sims. Mir gefällt, wenn bei den Charakteren, man kann sie die Hautfarbe ändern. Weil die so ganz brutal aussehen und halt, das finde ich gut. Und man kann, weil die sehen böse aus und ich denke, weil sie sehr stark sind. Mir gefällt die, weil sie ein hübsches Kleid hat und gut aussieht und vielleicht kann sie dann auch was. Und der gefällt mir, weil er irgendwie süß aussieht und so ein witziger Charakter ist. Also so irgendwie so süß und so klein. Und die gefällt mir, weil sie irgendwie hübsch aussieht und irgendwie auch, naja, sie sieht hübsch aus. Und die ist irgendwie so mystisch und magisch. Und das finde ich halt auch gut. So Elfen mag ich auch so viel. Ich habe diesen Paladin gewählt. Sag mir zu, weil das dafür Angriff symbolisiert. Hier mit dieser brennenden Kugel an der Spitze für diesen Knüppel. Und überhaupt sieht er sehr angriffslustig aus und das ist halt die Art von Spielfigur, die mir zusagt. Überhaupt, ich bevorzuge eine offensive Spielweise mit schönen Draufhauen. Ich habe die Amazone gewählt, da ich das Amazonenvolk sehr mag. Es ist ein naturbezogenes Volk. Es gibt auch mehrere Strategiespiele, wo man Amazonenklassen spielen kann. Risen Kingdoms zum Beispiel. Amazonen sind in der Lage, sind taktische Klassen, weil sie viel mit Zaubern kämpfen, die Gegner debuffen können, heißt Zauber entfernen können und sich gegenseitig heilen können. Ist eine Taktikklasse. Ich bin eher der taktische Spieler und deswegen habe ich mir die Amazonen rausgesucht. Und mir gefallen halt Amazonen. Ein oder zwei Amazonen. Also wir sind jetzt so gegen
9 in die Gamescom. Und dann ja, sind wir halt was rumgelaufen. Dann war, also ich fand am besten den World of Warcraft Stand, weil die da auch am meisten von der Tribüne her mit den Sachen halt gemacht haben. Viele Fanartikel rausgegeben, Gewinnspiele und so. Und dann konnte man da halt auch noch testen. Das ist ein Zwerg und ich finde ihn gut, weil ich weil der so ähnlich aussieht wie ein Paladin. Und bei World of Warcraft spielt ja auch Paladin. Ich habe hier einen Ork, weil ich finde ihn gut, weil ich halt gerne Tanks mag und die halt 4 AP haben und viel aushalten. Ich habe den Jäger, weil ich selber WoW Jäger spiele und ihn halt gut finde, wegen dem Damage. Nach Hause kommt, nach der Schule, gegessen, am PC, abends schlafen.